So, ich versuche jetzt doch nochmal die 100 Münzen zu kriegen. Diesmal klappt es doch hoffentlich. Ich finde es ja lustig, wie nur einer die ganze Zeit über Final Fantasy redet und es trotzdem so oft erwähnt wird. Wir könnten damit ruhig mal aufhören, sonst muss ich hier wieder jemanden rausschmeißen. Zum Beispiel meinen Co-Kommentator. Nein. Was? Ich habe doch gar nicht damit angefangen. Ja, eben. Deswegen sage ich auch. Nein, nein. Keine Sorge. Ich brauche hier erstmal einen Mario. Ich kenne so eine Dreiecksbeziehung. Ja. Ich glaube, so ist es im Deutschen, im Englischen. Ich glaube, Delta Attack. Klingt ja auch komisch, Dreiecksbeziehung. Ja, es sind halt drei Schwestern. Die haben alle eine Beziehung miteinander. Ja. Ein bisschen, Die sind alle ein bisschen... Was? So, gucken wir mal. Also... Ein bisschen mehr als der normale Mensch eigentlich. Was? Die ich gerne sehen würde. Aua. Was würde der gerne Mensch... Der gerne Mensch normal sehen? Drei Explosionen und drei Wespen. Nein, Momentchen. Eine Wespe, eine... Und eine... Eine Hummel und eine Heuschrecke war das, ne? Gottesanbeterin. Das waren, glaube ich, die Infanten gehen. Na gut zu wissen. Ja. Jetzt Ifrit. Damit ist... Berno, das ist die Film. Damit ist auch mein Bedarf an Final Fantasy für heute gedeckt. Ja, ich glaube, da hat schon jemand das Richtige gepostet gerade. Ja, bitte fang nicht mit Beziehungen an. Das Thema ist heute und durch. Ne? Was? Nein, ich dachte jetzt eher an Final Fantasy. Ach so. Ich glaube, das FF-Thema ist allmählich erschöpft. Was? Bei 15 Spielen und 2 Online-Games? Nein. Sollen wir jetzt mal mit Mega Man anfangen, Alter? Weil die 2 Online-Games ja eigentlich auch dazu zählen, weil das erste Online-Game war ja 11, das zweite 14. Ist ja jetzt gut. Ihr könnt euch darüber gern privat unterhalten. Aber dann haben wir noch die ganzen Taktik-Spiele. Hör auf! Ah, ist ja gut. Ich meine, es ist schön, dass ich hier nichts sagen muss und mich aufs Spiel konzentrieren kann, aber trotzdem, es ist komisch. Das ist, naja, nicht mal haha komisch. Ja, nein. Ja, schon okay. Ja, aber wie gesagt, sowas kann man dann untereinander regeln. Ich meine, ich finde es ja schon merkwürdig, dass man sich die ganze Zeit über Layton unterhalten muss, wenn man hier ein Mario-Spiel spielt. Aber und jetzt kommen sogar noch Spiele, die mit... Wäre gelogen. Ich wollte gerade sagen, wenn es ja nichts mit Nintendo zu tun hat, wäre gelogen, weil der erste Teil kam ja für Nintendo raus. Ja. Genauso wie der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte. Und der sechste. Deshalb 7 ging es auf PlayStation weiter. Ja. Solche untreuen Leute von Square Enix, von damals Square. Ohne Enix. Möchte ich meinen. Final Fantasy 7 sollte ja, glaube ich, eigentlich für die. Fürs 64? Nee, für das Nintendo Sony Dingsel da raus. Ach, für, ja, ich weiß schon. Aber dann hat ja Sony gesagt, ist gute Shit, wir machen unsere eigene Konsole. Ja. Pikachu ist voll süß, ne? Weiß ich nicht. Diese eine Frage, die da gerade gepostet wurde über Mortal Kombat, da möchte ich gar nicht mehr drauf eingehen. Mir geht das nämlich langsam ein bisschen gegen den Strich, dass hier andere Spiele angesprochen werden. Ich finde Otaru viel süßer. Aber auch nur, weil er Taro im Namen hat. Mortal ist. Ich merke schon, Axi, du bist langsam genervt. Ja. Und das liegt auch ein bisschen daran, aber auch, dass ich hier ja die 100 Münzen sammeln will und die, ja. Ein Combat-Kämpfer wärst du garantiert Raiden. Ich hab schon gesagt, die Frage sollte nicht beantwortet werden. Das tut mir leid. Ich
Jetzt stell dir vor. Ist eines der neuen Pokémon-Spiele. Hm? Ja. Ja, ich kaufe mir eins der neuen Pokémon-Spiele. Endlich mein Thema, was ich wieder gut finde. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte Mod-Rechte. Oh, das war ich weg. Wir können gerne das Thema ändern. Ja, bitte. Ja, wir können mit Dragon Quest weitermachen. Nein! Oh Mann. Das ist echt eine Belastung. Ich glaube, ich mache keine Livestreams mehr. Ja. Noch eine Münze. Jetzt sind es nur noch 15. Da waren wir doch schon mal an dem Punkt. Aber ja, diesmal könnte ich es eher schaffen. Diesmal habe ich die ganzen blauen bekommen. Und hab. Aber dafür komme ich jetzt schwieriger an die roten. So, und... Höppa! Was wäre, wenn ich in die andere Richtung gucke? Mal gucken. Was anderes. Da ist da was anderes, ja. So, da ist auf jeden Fall noch ein Goomba, den ich... wegmachen. Weghauen kann. Aua, wow, wow. Nö! Jetzt habe ich die Münze nicht bekommen. Ah, dann nehme ich mir wenigstens ein Luigi. Oh, da falle ich ja durch. Upsi. Ja, wir brauchen einen Vorher-Nachher-Vergleich. Wie hast du nach dem Stück geistig zermürbtest? Ja, ich glaube auch. Packst du den Geheimstern von dem Toten Keller? Ja, ich habe den Geheimstern von dem Toten Keller. Also, falls das der ist, der mir gesagt werden sollte, wenn ich alle 100 Münzen habe, also überall 100 Münzen, dann war's das damit schon. Ah, diese Kamera! Komm schon, komm schon, komm schon. Ha! Ha! Hey, warum ist es so ruhig hier? Keine Ahnung, jetzt steht nichts mehr. Ha! Das heißt, sie sich alle jetzt spielen lassen wollen. Juhu! Also nichts mehr mit anderen Spielen. Juhu! Nicht, dass ich nicht gerne über andere Spiele rede, aber dann bitte über Spiele, die ich auch kenne. So, 88 Münzen. Das ist ja sowieso so ein Ding, dass du Final Fantasy nicht kennst. Na. Bin ich jetzt entlassen? Weiß ich nicht. Ich kann dich nicht entlassen. Das ist dein Channel. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt bin ich satt und glücklich. Glücklich. Satt und zufrieden. Ach, das ist der mit den 100 Münzen ist ein anderer. Okay. Ah, okay. Gibt's den auch in der N64-Version? Dann kenne ich ihn bestimmt irgendwoher. Garantiert der, wo du 100 Münzen in ein Level sammeln musst. Oh! Oh! Ah! Und so runtergefallen! Ah! 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 100! 100, 100, 100! Das ist ja ganz schwer, 100. So unverschämt. Tada! Okay, damit haben wir den schon mal. Der Boss-Filter für Final Fantasy kommt dann auch. So, jetzt muss ich nur noch... Hüps! Oh Gott, jetzt muss ich nur noch hier langsam runter. Fühle Animas Schmerzen. Hui! Hui! Ja, wo ist jetzt aber eigentlich der... Ah, da ist ein Stern. Dann muss ich da das, bestimmt mit... Ich fand das immer so ein bisschen schrecklich, als man ihn in der Zwischensekunde gesehen hat, als irgendwie Blut aus dem Auge getropft. Ach, wie soll denn das gehen mit Luigi dann an diesen Stern zu kommen? Da muss ich ja höher und dort weiter oben was finden, damit ich hier runterkomme. Ah, nee, Moment, das ist ein Wario-Stern. Na, dann nehme ich den doch erstmal. Gehe ich mich hier irgendwie... Was war denn mit Final Fantasy? Ich bin erst vorhin dazugekommen. Wir haben mehr über Final Fantasy als über Mario geredet. Das war so der Punkt. So, wo ist jetzt eigentlich der Stern, an den ich ran soll?
hier nicht. Aber wo ist denn dann der? Ich hol mir erstmal die Luigi-Mütze. Aua, aua. Oder ich hol mir wirklich jetzt erstmal den Wario-Stern, wenn ich denn mal rankommen würde. So. Irgendwo da muss dann ein Luigi-Stern. Moment. Ah. Da soll ich mit Luigi hin. Gut, dann habe ich das ja schon mal kapiert. Juhu. Wupp. Oh Mann. Hilfe. Ich komm nicht weiter, weil ich zu fett bin, um da hochzukommen auf dieses Ding. Ja, da gibt's garantiert was von Ratiofarm. Zum Abspecken. Nee, Moment, das ist doch einmal seht und wie der ganze Kram heißt. Weiß ich nicht. Wie wär's, wenn du dich einfach mal krass machst? Wenn ich mich was mach? Krass mach. Wie kann ich mich krass machen? Ich kenn's die Werbung nicht. Nee. Von. Keine Ahnung, wieder ProSieben, Heidi. Oh Gott, nein, oh nein, oh nein, oh nein. Doch. Doch, doch, doch. Irgendwie. Irgendwas mit Abdela oder sowas? Keine Ahnung. Ja, ja, einmal ein Abdallah? Nee, nee, Quatsch. Nein, der andere, aber der auch irgendwie. Ach, der Tough-Typ. Naja, ja, mach dich krass. Sei krass wie nie. Ein Gras? Der macht dich krass. Günther Grass macht der dich. Was hat das jetzt mit der Figur zu tun, krass zu sein? Keine Ahnung. Was ist krass sein? Also eigentlich? Ich kenne auf jeden Fall auch noch Detlef die Wurst. Ich kenne Kresse. Ach ja, ja, ja. I make you sexy und arm.com. Ja. I make you sexy und arm? Ja. Ja, das arm war, wird man davon wollen. Das war ja hier die Parodie von Oliver Kalkofe. Ah, ja, ja, stimmt. Oder kann sein. Ist schon möglich. I make you sexy in arm.com. Stern des Pendels. So, Detlef, du bist ja irgend so ein Tanzchoreograf. Ja. Soll ja eine Riesennummer sein. Fragt sich nur wo. Aber bei dem würde ich seine Idee wenigstens abnehmen, weil der war nämlich wirklich vorher mal. Fett? Ja, 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 ja. Aha. Ah! Als du leuchtet. Tatsache, du leuchtest. Ich strahle. Er wird zu raiden, was? Nein, ich werde nicht raiden. Ich werde niemanden raiden. Oh. Ich weiß schon, was gemeint war. Raiden von. Raiden heißt jetzt Twix, wisst ihr? Ja. Sonst ändert sich nichts. Das stimmt. Doch, die Werbung ändert sich. Ja. Widerlich. Die ist jetzt widerlich. So dumm. Na, musst du Werbung gucken für Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Ich bin shiny. Ah. Mein Gott, du bist ein Pokémon. Mhm. Und das hier ist auch ein shiny Mario, was ich gerade spiele. Okay, das ist damit keine Sterne in der Zeit. Battle Detlef die Suus versus Sinn. Gegen was? Und warum ist das in Klammern? Gegen Sinus oder was? Nicht gegen Cosinus. Wer ist Sinn? Ich hab keine Ahnung. Ich kenn nur Unsinn. Ah. Den will ich. Ich will ein Mario sein. Hey, komm zu mir. Haha. So, das manövriert sich doch gleich viel besser. Ach, genau. Ich will ein Glücksbärchen sein. Ja, ja, ja. Ich will ein Glücksbärchen sein. Das wäre doch wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Das ist doch so denn klar. Ein Glücksbärchen sein. Alles tun, was ein Glücksbärchen tut.
Wir sind alt. Wir sind alte Glücksbärchis. Ja. Oh, wow, wow, wow. Und ich hab den Stern. Yes.